So, das Akku von meinem Handy ist leider komplett leer, deswegen hänge ich jetzt hier im Kabel am Rechner und muss reinzoomen. Und zwar habe ich gerade bei Netto eingekauft und das ist diesmal ein teurer Einkauf, der hat knapp über 20 Euro gekostet. Also jetzt ist 20 Euro ist jetzt nicht teuer, aber für das, was ich gekriegt habe halt. Und ganz rechts, was da so als Zipfel rausguckt, wo man eine Frucht sieht, das sind Plattpfirsiche für 1,20 € pro Kilo. Das ist eigentlich recht günstig. Direkt links daneben haben wir insgesamt 1 Kilo Tomaten, Biotomaten, für 1,20 € oder 1,30 € pro 500 Gramm. Hier vorne sieht man Bio-Paprika, die ist extrem teuer. Da kostet also eine Paprika, da sind jetzt zwei drin, also eine Paprika kostet 1 Euro, 1,04 € oder so. Links daneben haben wir 1 Kilo Nektarin für 80 Cent im Angebot. Das ist extrem günstig. Dann haben wir links daneben drei Pil de Sapo Melonen. Die habe ich gestern zum ersten Mal gegessen. Finde ich extrem lecker. Viel besser als Honigmelone, obwohl das ähnlich ist. Und die kostet 1,50 € pro Stück. Das ist schon extrem teuer. Also die drei kosten 4,50 €. Also das ist wirklich extrem teuer. Habe ich mir trotzdem mal gegönnt. Dann habe ich 500 Gramm Erdbeeren, waren auch extrem teuer, 1,50 € für 500 Gramm. Dahinter ist ein Blumenkohl, 1 Euro, nicht bio. Dann habe ich zwei 750 Gramm Beutel Äpfel für je 1,80 € Bio-Äpfel. Die sind ziemlich lecker. Und Zitronen habe ich einfach ein Netz für, keine Ahnung, 1,20 € oder so, schätze ich mal. Hinter den Paprika, die helle Frucht, das sind Aprikosen. Die habe ich bestimmt seit, entweder habe ich noch nie in meinem Leben gegessen oder schon 10 Jahre nicht mehr oder 15 Jahre. Die haben jetzt 2 Euro pro Kilo gekostet, also auch teuer. Dann steht da noch Kresse für 40 Cent, Bio-Kresse und Bio-Basilikum. Bin ich aber nicht so begeistert von, habe ich vorhin probiert. Das vom lokalen Hof, wo ich das sonst mal bestelle. Schmeckt das deutlich besser, beziehungsweise schmeckt er es wirklich. Und das ist irgendwie extrem bitter hier, schon ein Blatt. Ja, ich habe hier 3 Demeter Höfe zur Verfügung, die versenden. Oder 3 Natur-Irgendwas-Höfe. Und die haben jetzt aber alle 3 Wochen Urlaubspause, deswegen habe ich jetzt beim Netto eingekauft. Ich kaufe jetzt wieder viel Bio ein, also hier habe ich gemischt. Bei vielen Sachen ist es halt nicht schlimm und diese Melonen wollte ich mir mal gönnen. Genau wie die Aprikosen und die Nektarinen für 80 Cent pro Kilo waren einfach viel zu günstig, die muss ich einfach mal mitnehmen. Ansonsten kaufe ich wieder mehr Bio und Demeter, vor allen Dingen, weil der geschmackliche Unterschied allein schon so extrem, für mich zumindest. Und allein auch schon der qualitative Unterschied auch zwischen normalem Bio und Demeter Bio. Also ich merke auf jeden Fall bei zwischen konventionellen, was wenig belastet ist, dann merke ich auf jeden Fall schon eine Vergiftung, weil ich mittlerweile relativ entgiftet bin. Und ja, deswegen hole ich jetzt wieder qualitative Sachen. Aber ich esse auch gar nicht mehr so viel wie früher, also nicht mehr diese 5000 oder 4000 Kalorien. Obwohl ich sogar noch mehr Sport mache. Aber da muss ich mal ein anderes Video zu machen. Da weiß ich noch nicht, wie ich das handhaben werde, wie ich das am besten erkläre. Auf jeden Fall kommt da noch was. Okay, das war der Netto-Haul. Tschö.